So, ich grüße euch. Heute ganz in Pencott mit dem neuen Pencott Tab. Und dennoch wird das hier keine Produktvorstellung, sondern generelles Infovideo. Auch nicht über das Tab, sondern über Pencott. Ja, was soll man zu Pencott groß sagen? Wir mögen das Tarnmuster, wir produzieren in dem Tarnmuster. Aber es gibt eine Neuentwicklung, die für uns logische Konsequenz war, einfach die Marke Pencott bzw. das Tarnmuster Pencott auf ein neues Level zu bringen. Und dafür war es nötig, dass wir flexibler entwickeln können und dass wir einfach unsere Erfahrung und unsere Vorstellungen von Ausrüstung mit in die Produktion bringen können. Wie wir mit Pencott als Produktserie angefangen haben, war es für uns wichtig, alle Potenziale auszuschöpfen. Dazu gehörte auch, dass wir bei den Materialien neue Wege gingen. Wir haben zum Beispiel mit Primaloft als Futter für den Poncho-Liner gearbeitet. Wir haben den Anorak, den Kälteschutz-Anorak in Pencott, in Primaloft eben gefüttert. Und auch das Oberteil, was ich jetzt anhabe, unsere Ultraleicht-Softshell. Da haben wir das Potenzial des DVR-Poly von Pencott mit ausgeschöpft, um einfach eine extrem leichte, schnell trockene, hochaktive Feldbluse zu schaffen. Deswegen haben wir in den letzten Jahren uns mit High Definition, mit Dominic Hyde zusammengesetzt und haben dafür die Weichen gestellt. Und das ist der Grund, warum ich hier mit diesem Tarp heute stehe und eine Neuigkeit für euch habe. Es freut mich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass wir als wahrscheinlich erste deutsche Firma offizielle Lizenznehmer für das Pencott Tarnmuster, für die Familie der Pencott Tarnmuster sind. Wir haben diesen Schritt in längerer Vorarbeit ausgearbeitet und sind mit der Firma High Definition, mit Dominic Hyde, zu einer Übereinkunft gekommen. Zukünftig werden unsere Pencott-Produkte nicht nur unter unserer Aufsicht gefertigt und nach unseren Vorgaben mit unserem Partner, sondern wir haben auch die volle Entscheidungsgewalt über den Stoff, über die Produktion des Materials und über die Spezifikationen. Damit können wir deutlich flexibler arbeiten und können auch unser Know-how mit in die Produktion bringen. Und das alles führte zu diesem Tab, bei dem unsere Erfahrung in der Produktion von Zelten, in der Produktion von Tabs mit eingeflossen ist, um eine neue Version des Pencott Nylonstoffs, 70D Nylon, für Zelte und Planen zu entwickeln. Dieser Stoff wird auch nur exklusiv für uns gefertigt. Wir freuen uns riesig, dass wir heute diese Bekanntmachung machen können, dass wir euch daran teilhaben lassen können. Und wir können euch nur versichern, es wird spannend bleiben. Wir haben noch viele Sachen in petto und natürlich freuen wir uns auch auf euer Feedback. Wir versuchen umzusetzen, was ihr euch wünscht. Einer der großen Wünsche war eben, dass wir wieder Pencott-Tabs machen. Das haben wir jetzt realisiert. Das ist aber erst die Spitze des Eisbergs. Da wird noch mehr kommen. Bleibt dran. Und bis dahin, wenn wir uns wiedersehen, bleibt gesund und passt auf euch auf. Macht's gut.